Thimbleweed Park ist zumindest in meinen Augen das beste traditionelle Adventure-Spiel seit Baphomets Fluch und steht problemlos auf einer Stufe mit den oft gelobten LucasArts-Klassikern. Das erfolgreiche Kickstarter-Projekt der alten Adventure-Legenden Ron Gilbert und Gary Winnick ist mehr als nur ein spiritueller Nachfolger ihres genre-definierenden Maniac Mansions, sondern es versucht zeitgleich die häufigen Fallen und Probleme vieler Adventure-Spiele aktiv zu umgehen. Allerdings ist Thimbleweed Park kein kompletter Neustart. Es profitiert ganz eindeutig von der Erfahrung vergangener LucasArts Adventure und behält gewisse Strukturen oder Elemente bei, während andere Aspekte überarbeitet oder schlicht entfernt wurden. Beispielsweise lernten die Entwickler bei LucasArts recht früh, dass es keine gute Idee ist, den Spieler in tödliche Fallen zu locken oder ihn einen sogenannten Unwinnable State erreichen zu lassen, also eine Situation, in der es unmöglich ist, mit den verfügbaren Optionen eine Lösung zu finden. Auch Thimbleweed Park folgt dieser goldenen Regel und nutzt sie gekonnt, um einige Seitenhiebe auf alte Konkurrenten wie Sierra zu starten oder kleinere Game Design Gags einzubauen. It's a puzzle dependency chart, the secret to adventure game design. Bis auf ein vorsichtig platziertes Joke-Ende, dessen Konsequenz deutlich genug telegrafiert wird, um niemanden den Speicherstand zu ruinieren, können eure Figuren nicht sterben oder in unlösbare Situationen gelangen. Ihr dürft also frei experimentieren oder Gegenstände mit anderen Charakteren tauschen. Die insgesamt 5 spielbaren Figuren werden zum Glück nach und nach eingeführt, jeder von ihnen sogar in einer dedizierten Rückblende, die gleich mehrere Funktionen erfüllt. Zum einen etabliert es die Charaktere samt ihrer Motivation, wodurch sie im späteren Verlauf eine kleine Entwicklung mit befriedigendem Abschluss durchleben können. Noch viel wichtiger sind diese Momente allerdings aus spielerischer Sicht, da sie in der Vergangenheit stattfinden, seid ihr nicht an aktuelle Rätsel gebunden, sondern könnt euch mit einem stark limitierten Inventar auf das jeweilige Problem konzentrieren. Zudem spielen die Rückblenden ausschließlich an einem Ort, wobei diese Restriktion durch die Handlung erklärt wird. Ransom der Clown muss sich beispielsweise auf seine Show vorbereiten, weshalb es für ihn wenig sinnig wäre, kurz davor das Zirkusgelände zu verlassen. Gleiches gilt für die Szenen mit Franklin und Dolores im Hotel sowie der Mansion. Durch die Fokussierung auf einen Ort kommt ihr gar nicht erst auf die Versuchung, Hinweise oder Lösungen in anderen Winkeln von Thimbleweed Park zu suchen. Man weiß ganz genau, dass sich alle benötigten Gegenstände, Personen und somit auch Lösungen an diesem einen Ort befinden. Bei einem von Franklins Rätseln im Hotel wäre ich sicherlich zurück in die Stadt gegangen, hätte mich das Spiel gelassen. Eine riesige Zeitverschwendung, denn der benötigte Gegenstand befand sich bereits die ganze Zeit in meinem Inventar. Ich hatte nur den falschen Ansatz im Kopf und die Begrenzung meiner maximalen Optionen ließ mich erneut über das Problem nachdenken, was dann recht schnell zur korrekten Lösung führte. Zudem lernt man isoliert von der restlichen Spielwelt diese Orte viel intimer kennen und da sie auch für spätere Rätsel in der Haupthandlung relevant sind, fühlt man sich nicht auf einen Schlag überfordert, wenn plötzlich 3 neue Orte eingeführt werden. Generell ist die Struktur von Thimbleweed Park neben der audiovisuellen Gestaltung und den fantastischen Texten die größte Stärke des Spiels. Ihr beginnt das Abenteuer mit 2 spielbaren Figuren, die sich um die Aufklärung eines Mordes in der Kleinstadt kümmern. Zunächst dürft ihr nur der Hauptstraße bis zum Convenience Store folgen. Eine Seitenstraße führt außerdem noch zu einer Bushaltestelle. Insgesamt befinden sich gerade einmal 4 betretbare Gebäude auf diesen Pfaden, was eure maximale Erkundung recht einschränkt. Der Weg zur zweiten Seitenstraße wird derweil von einem defekten Hydranten blockiert, während ihr die restlichen Teile der Oberwelt erst mit einer offiziellen Karte erreichen könnt. Beide Blockaden grenzen euch absichtlich ein, damit ihr Stück für Stück die Orte erkundet, ohne ziellos umherzuirren. Dabei trifft das Spiel die richtige Balance zwischen Einschränkungen und freier Erkundung. Obwohl das anfängliche Gebiet verglichen mit der gesamten Fläche recht klein wirkt, fühlt es sich zu Beginn des Spiels doch überaus groß an. Ein weiterer Vorteil der Struktur ist die klare Vorgabe von Zielen, denn das größte Problem vieler Adventure-Games ist das Fehlen fester Aufgaben. Es sollte sehr deutlich gemacht werden, was euer Ziel ist und was genau ihr dafür erreichen müsst. Ron Gilbert kopiert hier sein altes Meisterwerk Monkey Island, in dem euch zu Beginn 3 Aufgaben gestellt werden, um ein echter Pirat zu werden.
In Thimbleweed Park sind es nun 3 Automaten, die ihr mit den passenden Beweisen füllen müsst, um den Täter des Mordes zu überführen. Für jede Maschine benötigt ihr insgesamt 2 Beweismittel, wodurch ihr schon am Anfang des Spiels 6 klare Ziele habt, die, wie auch alle anderen Aufgaben, deutlich in den praktischen Notizheften der Protagonisten festgehalten werden. Durch die Anzahl mehrerer klar definierter Aufgaben habt ihr stets verschiedene Punkte, an denen ihr arbeiten könnt, und viele Rätsel dürft ihr in unterschiedlicher Reihenfolge bewältigen. Die zuvor erwähnten Blockaden geben euch dabei weitere Zwischenziele, die ebenfalls als Belohnung zusätzliche Gebiete freischalten. Dadurch kreiert Thimbleweed Park ein exzellentes Pacing, das bis zum Ende des Abenteuers durch stets neu eingeführte Orte, Charaktere und Aufgaben zum Weiterspielen anregt. Auch bei kleineren Rätseln achteten die Entwickler darauf, Probleme und Hinweise deutlich hervorzuheben, ohne direkt eine Lösung zu verraten. Manchmal sind die Hinweise sehr offensichtlich. Well, the Hydrotron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Und manchmal sind sie etwas subtiler versteckt wie hier. Diese Flasche sollt ihr im Convenience Store abgeben, um für das Recycling 5 Cent zu erhalten. Ein schlechtes Adventure hätte euch diesen Umstand selbst austüfteln lassen. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass man für die Abgabe einer Flasche Geld bekommen kann, trotzdem würde man im Normalfall nicht daran denken, dass es in einem Spiel möglich wäre und nach dem verzweifelten Aufsuchen einer Lösung das Spiel verfluchen. In Thimbleweed Park gibt es dagegen mehrere Hinweise. Zunächst könnt ihr durch das Anklicken des Objekts im Inventar erfahren, dass die Flasche gegen Kleingeld eingetauscht werden kann. Darüber hinaus befindet sich an der Wand des Convenience Stores ein kleines Schild, das euch auf den 5 Cent Betrag im Tausch gegen die Flasche aufmerksam macht. Die genaue Erwähnung von 5 Cent ist übrigens sehr wichtig, da es auf die Verzahnung mit einem anderen Rätsel hindeutet. Ihr braucht diese 5 Cent nämlich für die Nutzung eines Kopierautomaten. Wenn ihr diese Information bereits im Hinterkopf habt und dann auf die erneute Erwähnung des Betrags von 5 Cent hingewiesen werdet, fällt es euch leichter, den Zusammenhang zwischen diesen Aufgaben zu erkennen. Jetzt mögen einige sich vielleicht denken, duh, das ist doch total offensichtlich. Aber Thimbleweed Park beweist selbst, wie schrecklich ein Rätsel dieser Art sein kann, falls solche kleinen Hinweise fehlen. Es ist zum Glück das einzige schlecht designte Puzzle im gesamten Spiel, aber allein das Fehlen von 1 oder 2 kleinen Hinweisen führte dazu, dass ich fast 2 Stunden sinnlos umherirrte und nach einem Blick auf die Komplettlösung den Satz äußerte, der wie ein Messer in das Ohr von Adventure-Game-Designern sticht. Wie zum Teufel hätte ich darauf kommen sollen? Zur genauen Ausführung muss ich das Rätsel zwar komplett erklären, aber da ich es eh für einen unnötigen Schandfleck auf der sonst so weißen Weste des Spiels halte, sollte es niemanden davon abhalten, das Video weiterzugucken. Falls ihr trotzdem nichts dazu hören wollt, hier meine letzte Spoilerwarnung mit Timestamp zum Überspringen. Alles klar? Gut, dann weiter im Text. Eine der letzten Aufgaben vor dem finalen Akt ist das Aufladen dieser Batterie. Wer bis dahin aufmerksam alle Gegenstände untersucht hat, erinnert sich sofort daran, dass auf einem ausgehändigten Flyer ein elektrischer Zaun erwähnt wird. Alles klar, eine logische Verbindung ist sofort hergestellt. Die Batterie muss an den elektrischen Zaun gebracht werden, um sie dort aufzuladen. Rätsel gelöst, oder? Nun ja, leider habt ihr keine Ahnung, wo sich dieser Zaun befindet. Der Flyer spricht von einem geheimen Treffen, allerdings stehen dort keine weiteren Informationen zum Standort geschrieben. Die Lösung sieht vor, mit dem Titanium-Pokal von Dolores die radioaktive Substanz an der Fabrik aufzusammeln, um diese am Rand des Waldes in eine Pfütze zu gießen, damit andere Teilnehmer des Treffens durch das giftige Wasser laufen und grün strahlende Fußspuren hinterlassen? Okay, der Aufbau des Rätsels klingt gar nicht so unlogisch und der Zusammenhang zwischen den einzelnen Aktionen ergibt Sinn, nur existiert für keinen dieser Schritte ein richtiger Hinweis, weshalb man nur äußerst schwer auf die korrekte Lösung stößt. Wesentlich besser wäre es gewesen, wenn irgendwo erwähnt wird, dass dieses auf dem Flyer beschriebene Treffen im Wald stattfindet. Da dieser sich beim ersten Betreten schnell als Labyrinth herausstellt, würde es dem Spieler verdeutlichen, dass er hier einen speziellen Weg finden muss. Etwas schwieriger wird es da schon bei der Pfütze. Bleibt man lange genug in der Nähe, laufen zwischendurch vereinzelt Personen durch das Wasser und verschwinden danach im Wald. Statt des unauffälligen Spritzers hätten die Schritte der Person auch kleinere Abdrücke hinterlassen können, die anschließend sofort wieder verschwinden. Danach wäre der Einsatz der giftigen Substanz zwar immer noch ein großer Gedankensprung gewesen, allerdings hätte man zumindest ein genaues Ziel vor Augen gehabt. Stattdessen wurde ein, wie ich finde, äußerst interessantes Rätsel vollkommen versaut und in eine frustrierende Blockade für viele Spieler verwandelt.
you up the you. Come on. Thimbleweed Park soll sich wie ein authentisches Adventure-Game von 1987 anfühlen. So als wäre es damals entwickelt, aber bis heute nie gefunden worden. Während es oberflächlich betrachtet alle dafür benötigten Voraussetzungen erfüllt, ist es dennoch clever genug, nicht die Fehler des Genres zu wiederholen. Mithilfe einer durchdachten Struktur, klar definierten Zielvorgaben und organisch implementierten Hinweisen führt es euch sicher durch das Abenteuer, ohne dabei auf komplexe Rätsel zu verzichten. Klar, es ist nicht frei von Fehlern und gerade das Verbensystem wird außerhalb des Geistcharakters mit seinen verschiedenen Fähigkeiten nie wirklich ausgereizt. Aber bis auf diese kleinen Schwächen überzeugt der Titel auf ganzer Länge und gerade an das Ende werde ich mich noch eine verdammt lange Zeit erinnern. Viele Kickstarter-Projekte fokussieren sich zu sehr auf ihren Nostalgietrip und behalten Fehler aus blinder Treue bei oder weil sie nicht verstehen, was die früheren Klassiker tatsächlich so großartig machte. Thimbleweed Park ist sich dagegen allen Stärken, aber auch den Schwächen seiner Vorgänger bewusst. Es versucht erst gar nicht, die Fehler des Genres zu verschleiern oder sie als notwendiges Übel hinzunehmen, sondern schafft es auf elegante Weise, die Fallen alter Adventures gekonnt zu umgehen. I don't have a suitcase, don't have a suit, no film in my camera, no pictures to shoot. You don't call me number, you don't have a heart, you've given no quarter since we've been on.